Ja, was wir in den letzten Tagen im Zusammenhang mit den rechtsextremen Terroranschlägen hören mussten, das ist ja in mehrfacher Hinsicht erschreckend. Da finden im Verlauf von 10 Jahren etliche offenbar politisch motivierte Morde statt, ohne dass sie auch nur als solche erkannt werden. Da wird jahrelang ein Phantom gejagt, bis sich herausstellt, dass DNA-Proben durch nicht sterile Wattestäbchen verunreinigt waren. Und am Ende steht wohl die Erkenntnis, dass sich mindestens 3 bekannte Neonazis eine Dekade lang vor den Geheimdiensten verstecken konnten, obwohl die Szene von ungezählten V-Leuten durchsetzt ist. Welche Konsequenzen müssen jetzt und welche vor allem auch auf lange Sicht aus diesen Vorfällen gezogen werden? Darüber möchten wir jetzt unter anderem sprechen mit dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Gregor Gysi. Guten Tag, Herr Gysi, nach Berlin. Einen schönen guten Tag. Herr Gysi, welchen Reim können Sie sich bisher auf die täglich neuen Meldungen im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Mordserie machen? Also ich glaube, zunächst muss man die V-Leute tatsächlich abschalten, und zwar aus einem einfachen Grund. Es gelingt ja nicht, Antifaschisten davon zu überzeugen, in Neonazi-Strukturen reinzugehen, sich zu verstellen und Informationen zu liefern. Sondern was die als V-Leute gewinnen, sind immer selber Neonazis. Und die nutzen dann das Geld und die entsprechenden Möglichkeiten, um das Ganze zu forcieren. Das ist ein absurder Vorgang. Und ich meine, ich bin auch ein Antifaschist. Ich hätte mich auch nie in solche Strukturen begeben. Wahrscheinlich finden sie gar keine, aber ich glaube, sie suchen auch keine. Und was mich beim Verfassungsschutz ohnehin stört, ist, er ist ziemlich rechtslastig. Schauen Sie sich mal den ehemaligen Chef des Thüringer Verfassungsschutzes an. Jetzt veröffentlicht er in rechten Verlagen seine Bücher, seine Gedanken etc. Nein, da muss wirklich sehr gründlich aufgeräumt werden. Wenn man die V-Leute nun abzieht, dann wäre ja auch der Weg wieder frei über eine Diskussion für ein NPD-Verbot. Wie steht Ihre Partei dazu? Also ich bin, was Parteiverbote betrifft, sehr vorsichtig und mache nur eine Ausnahme bei der NPD. Die NPD muss verboten werden, weil sie eine direkte Verbindung zur Neonazi-Strecke unterhält und das Ganze mit aufbaut und forciert. Viele von ihnen sind vorbestraft wegen Volksverhetzung etc. Das muss man ja alles sehen. Und in Anbetracht unserer Geschichte können wir uns sowas gar nicht leisten. Nun weiß ich natürlich, dass wenn man eine Partei verbietet, dass damit nicht das Denken vorüber ist. Das weiß ich. Aber es setzt Hemmungen. Wir setzen eine andere Schwelle in Deutschland. Wir sagen, man darf weit gehen, aber hier ist die Grenze erreicht und die darf nicht überschritten werden. Deshalb bin ich sehr dafür, die NPD zu verbieten. Und das muss jetzt forciert werden und das muss natürlich beachtet werden, was das Bundesverfassungsgericht beim letzten Mal gesagt hat. Aber jetzt frage ich Sie mal, was sollen wir denn mit solchen V-Leuten? Die stehen offenkundig dabei, wenn gemordet wird, sie melden nichts. Oder wenn doch, dann wird das nicht beachtet. Na, ich kann bloß sagen, das ist doch alles aber witzig. Also sage ich, V-Leute abschalten und so schnell wie möglich das Verbot der NPD gut begründet beantragen. Was wäre dann aus Ihrer Sicht eine Alternative, um ja rechtsextremistische Tendenzen, die ja auch außerparteilich stattfinden, irgendwie in den Griff zu bekommen oder auch ein wenig zu kontrollieren? Naja, da muss man natürlich vieles tun. Also es fängt in unseren Schulen an. Wir müssen noch viel mehr aufklären, auch über die Nazi-Vergangenheit. Wir müssen Kinder ganz anders diesbezüglich schulen. Ich fand es mal ganz gut, dass mit rechtslastigen Jugendlichen Fahrten nach Auschwitz organisiert wurden, nach Israel organisiert wurden, dass man also ganz anders mit ihnen umging. Ich finde auch gut, dass wir so ein Programm für Aussteiger haben. Das muss man alles führen. Und zweitens müssen natürlich die Ermittlungen viel besser werden. Wissen Sie, was mich stört, ist, dann gibt es, sagen wir mal, eine Nagelbombe. Viele Menschen sind verletzt, fast alle mit türkischem Hintergrund. Schon nach einer Woche sagt die Polizei, also die Rechtsextremen haben damit nichts zu tun, das sind so innere Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen Banden. Woher wissen die das? Wissen Sie, da gibt es immer gleich so eine Schutzhaltung gegenüber den Rechtsextremen. Das mag ich überhaupt nicht. Und dieser Verfassungsschutz, verstehen Sie, der hat Geld, Personal und Sachmittel, um mich seit über 20 Jahren zu überwachen. Das können Sie sich schenken. Ich habe noch niemandem was getan. Aber beim Rechtsextremismus versagen Sie vollständig. Also auch darüber muss man mal nachdenken. Ja, das ist ja jetzt auch immer diese Diskussion, ob man auf dem rechten oder auf dem linken Auge blind ist. Aber woran liegt das Ihrer Meinung? Ginge ja noch. Schlimmer ist ja, dass die zusehen, verstehen Sie? Die sind ja gar nicht blind. Aber ist das dann Ihrer Meinung nach irgendwie ein intellektuelles Problem, dass man letztlich die Gefahr des Rechtsextremismus in den letzten Jahren unterschätzt hat? Na, ich weiß gar nicht. Zum Teil ist sie unterschätzt worden, zum Teil
wollte man sie nicht sehen. Es gibt natürlich Unterschiede zu anderen Zeiten. Die großen Konzerne in Deutschland sind international organisiert, nicht wie vor 1933. Die brauchen nicht den Schutz des Binnenmarktes. Die werden solche Richtungen nie unterstützen. Das ist ein gewaltiger Vorteil. Aber wir haben natürlich andere Fehler begangen. Ich sage mal, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus anderen Ländern arbeiten hier zu skandalösen Löhnen, nehmen dadurch aber zum Teil Deutschen die Arbeitsplätze weg. Das nutzt dann wieder der Rechtsextremismus, um Nationalismus zu schüren. Auf so etwas weise ich fast täglich hin. Deshalb zum Beispiel sage ich auch, wir brauchen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, um bestimmte Dinge auszuschließen in Deutschland. Ich finde, wir müssen da viel genauer sein, viel genauer hinhören, viel mehr Maßnahmen ergreifen, übrigens auch parteiübergreifend. Und wir können nicht immer falsche Gleichsetzungen machen. Der Rechtsextremismus muss in Anbetracht der deutschen Geschichte besonders konsequent bekämpft werden. Und zwar von allen Parteien im Bundestag, von kirchlichen Einrichtungen, von Gewerkschaften, von Wissenschaft, von Kultur. Und da müssen wir uns auch mal zusammentun und mal die ganzen ideologischen Grenzen über Bord werfen und sagen, nein, diesen Kampf führen wir von der CDU bis zur Linken. Schauen wir noch mal auf die aktuelle Aufklärung und auf das, was passiert. Bundesinnenminister Friedrich setzt nun auf ein intensives Datensammeln. Er will Neonazis in einem Datenregister erfassen. Es gibt dazu ja auch schon ein Vorbild, nämlich die Datensammlung von Islamisten. Ist das Ihrer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung? Ich weiß nicht, ich habe da immer meine Zweifel. Ich glaube immer, dass sich sowas verselbstständigt. Aber die Zusammenarbeit muss besser werden. Das ist ja völlig klar. Wenn es keine Zusammenarbeit gibt, kann das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Man fragt sich ja immer, wann welche Informationen wohin gelangen und wann welche Informationen warum nicht wohin verlangen. Vielleicht muss über Zuständigkeiten neu nachgedacht werden. Und ich sage nochmal, der Verfassungsschutz, also ich verstehe auch, dass jetzt Leute sagen, auflösen. Aber selbst wenn man das nicht sagt, eine völlige Umstrukturierung ist meines Erachtens dringend erforderlich. Der ist sehr einseitig, der Verfassungsschutz. Das kann so nicht bleiben. Schauen wir kurz zum Schluss auf ein anderes Thema, das Sie sicherlich auch in den letzten Tagen sich angeschaut haben. Es sind zwei Parteitage zu Ende gegangen, einmal der von der FDP und gestern der von der CDU. Da wurden ja auch einige Themen besprochen, mit denen Sie sich ganz gut auskennen. Den Mindestlohn haben Sie gerade schon angesprochen. Wer frische linke Ideen favorisiert, der wählt demnächst die Piraten. Wer klassische linke Ziele wie den Mindestlohn unterstützen möchte, der wählt in Zukunft die CDU. Wer wählt denn eigentlich die Linken? Naja, also ich glaube, die haben ja keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschlossen, sondern so was Halbgewalktes, was überhaupt nichts nutzt, dass da irgendwelche Leute für irgendwelche Branchen was festlegen. Wir brauchen in ganz Deutschland eine verbindliche Mindestregelung, meine ich. Also davon ist die Union noch weiter entfernt. Außerdem wissen doch die Leute, dass die Ideen von uns kommen. Und übrigens zum FDP-Parteitag, wenn ich da noch was sagen darf, die haben ja nun die Bildungsthesen abgelehnt. Also selbst die These, dass endlich der Bund in der Schulpolitik eine Rolle spielen muss. Ich sage Ihnen, das ist doch abenteuerlich. Wir haben in Deutschland 16 verschiedene Schulsysteme. Das passt in die Zeit der Postkutschen des 19. Jahrhunderts, hat aber mit dem 21. Jahrhundert nichts zu tun. Eltern verhalten sich ja verantwortungslos, wenn sie mit ihrem Kind das Bundesland wechseln und damit auch das Schulsystem wechseln. Abenteuerlich, was die FDP und die Union diesbezüglich anrichten. Also es gibt noch viele Gründe, uns zu wählen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch noch kurz was zu Ihrem Parteikollegen Oskar Lafontaine sagen würden. Denn mit dem muss man ja irgendwie immer wieder rechnen, wie wir gerade gesehen haben. Würden Sie sich persönlich freuen, wenn er noch einmal in den bundespolitischen Ring steigen würde? Also er ist ja bundespolitisch aktiv. Natürlich freue ich mich. Er ist quick, lebendig. Er ist aktiv und ich bin sicher, wir werden noch viel von ihm hören. Er nutzt uns und er nutzt der Bevölkerung, weil er die Dinge so klar ausspricht. Er ist ein genialer Finanz-, Steuer- und Wirtschaftspolitiker. Deshalb fürchten ihn ja auch die anderen. Na klar, der wird seine Rolle spielen, da bin ich ganz sicher. Da hoffen wir, dass er jetzt zugehört hat. Herzlichen Dank, Gregor Gysi, für unser Tagesgespräch. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Bitte nach schön. Berlin. Dankeschön.